Harry sagt guten Morgen, heute am 22. August 2021, hier mit der Morgenstimmung an der Charca von Maspalomas zum heutigen Wettervideo. Sage ich recht herzlich willkommen. Ja, die aktuellen Wetterdaten folgen gleich jetzt erstmal die ersten morgendlichen Eindrücke hier. So, und der Bus, der da kommt, der ist nicht mit Touristen besetzt, sondern das ist der Bus mit den Angestellten fürs Hotel Palm Beach, der hier gerade ankommt. So, die aktuelle Wetterlage hier, 21 Grad, 7 Uhr und 30 Minuten und unser Datum von heute. Ja, wieder schöne Spiegelung auf unsere Charca hier. Und auch mal der Blick zurück in die Berge. Da hängt noch richtig der Nebel drin. Ja, und man hört auch wieder ganz deutlich das Meer rauschen. Also ich nehme an, wir haben wieder höhere Wellen. Ja, schaut euch das schöne Bild jetzt hier an. Ja, jung und alt sind schon auf den Beinen. Mutter mit Kinderwagen und ein älterer Mann hier, es ist alles. Ja, da macht eine Konzert. Tja, die wunderbare Spiegelung hier und das rosa Licht. So, und jetzt geht's weiter. Da ist immer die Frage, wo es schöner ist. Der Sonnenaufgang über den Dünen oder dann die Spiegelung hier. Es hat beides was. Also die Farben natürlich hier wesentlich schöner.
Ja, und man sieht da vorne auch wieder das Wolkenband. Der Eselsbauch, der sogenannte Banza de Burro. Und der wird mir wieder den Sonnenaufgang ein bisschen, ja, verhageln, sage ich mal. Und deswegen ist es vielleicht schöner, hier noch ein bisschen zu warten. So, ich habe mir überlegt, ich bleibe doch noch hier ein bisschen stehen und warte, bis die Sonne hier rüberkommt. Und ich möchte die Zeit nutzen und möchte jemanden grüßen. Das ist ja kein Kanal, um generell Glückwünsche und sonstige Sachen zu versenden. Aber es gibt Ausnahmen. Und zwar hat eine Ingrid Streckenbach geschrieben, gestern: Vor 25 Jahren hat sie hier Silberne Hochzeit in Maspalomas gefeiert und denkt sehr gerne und viel an die Zeit zurück. So, und das ist doch auch ein Grund oder ein schöner Anlass, die Ingrid zu grüßen und ihren Mann natürlich auch und alles Gute und Liebe zu wünschen. Es ist jetzt nicht heute der Hochzeitstag, aber die Zeit zumindest 25 Jahre. Vor 25 Jahren schon die silberne Hochzeit gefeiert, dann steht ja bald die goldene an. Und wenn jemand so einen Anlass hat oder jemanden so mit grüßen möchte, dann kann er das gerne sagen oder schreiben. So, und jetzt wird es auch da richtig interessant, und zwar da vorne. Ja, kann man ein schöneres Bild malen, frage ich. So, und so der gesamte Eindruck hier. So, und nun ist es auch soweit, dass hier der Sonnenaufgang stattfindet. Tja.
Ja, nicht, dass ich nichts zu sagen hätte, aber ich bin doch auch noch ein bisschen sprachlos. So, jetzt geht's weiter und zwar hier in diese Richtung. So, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, den Sonnenaufgang an der Charka zu sehen. Ja, wir haben leichten Wind bis 25 Stundenkilometer. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Die aktuellen Wetterdaten, die lege ich dann ganz einfach mit bei. Immer die Uhrzeit, wo ich das Video dann hochlade. Und ja, Sonnenaufgang offiziell 7.36 Uhr. 20.33 Uhr ist der Sonnenuntergang. Und was gibt's noch? Ja, das waren eigentlich die wichtigen Daten. So, mal ein Rückblick jetzt hier. Unser Faro, und jetzt spiegelt sich das Licht auch schön in den Fenstern. Ja, zwischendrin mache ich dann auch immer ein paar Fotos. Und einmal die Woche, so Donnerstag oder Freitag, gibt es dann die Bilder der Woche. Da sind immer ein paar Schnappschüsse dabei. Und ja, man sieht auf dem Foto doch manchmal wesentlich mehr und interessantere Sachen, wie jetzt zum Beispiel auf dem Video. Ja, und dann immer zwischendrin mal ein 360-Grad-Video, das ist natürlich auch interessant, wenn man auch einen großen Bildschirm oder Wiedergabegerät hat. Schaut euch mal, wie tief die Wolken jetzt hier in den Bergen hier hängen. So, dann gehen wir noch mal zur Sonne. So, mit diesem Rundumblick gehe ich jetzt zur Punta und das wird noch mal interessant, weil die Wolken wieder vor der Sonne sind. Ja, und Besonderheiten gibt es natürlich jeden Tag, auch hier. Schaut euch die tief hängende Wolke an, die hier ja nur knapp über den
Häusern hier hängt. Im Hintergrund sieht man die Berge. Ja, habe ich auch noch nicht oft so erlebt. Jetzt das Rio Ballas, geteilt durch die Düne. Ja, bin hier fast an der Punta angekommen. Ja, so langsam löst sich die Wolke auf von der rechten Seite her. So, hier gibt's nichts Besonderes heute. Wir haben keine Abrisskanten, wenig Steine. Also das Meer hat wieder viel Sand zurückgebracht. So, und ich gehe natürlich wieder in die andere Richtung. So, und wir hatten gerade hier eine Abfolge von schönen Wellen, aber irgendwie habe ich zu spät reagiert. Die Sonne kommt auch gerade wieder jetzt hinter so einer Schleierwolke hervor und ja, mit diesen Bildern möchte ich mich oder mit diesem kleinen Nachtrag möchte ich mich dann auch verabschieden. Erstmal vielen lieben Dank fürs Teilen, Abonnieren, Weitergeben der Videos. Viele Menschen, die schreiben, dass sie durch irgendjemanden auf die Videos gekommen sind und das finde ich super. Auch fürs Beantworten der Kommentare und für die lieben Kommentare natürlich in erster Linie. Viele kennen sich aus und wissen besser Bescheid wie ich und die können die Fragen beantworten. Wunderbar. Ja, und dann noch was. Connys Kanal, Land und Leute, Connys Canarias heißt der Kanal, Conny Canarias, genau, ich gebe euch den Link mit dabei und wer möchte, kann da mal reinschauen, viele nützliche Sachen, Informationen, Land und Leute, kleiner Spanischkurs und das Wetter in Spanisch, also sie gibt sich sehr viel Mühe und macht es meiner Meinung nach ausgezeichnet, also und wer möchte, kann natürlich auch diesen Kanal abonnieren, ganz klar. Und jetzt genießen wir ganz einfach hier euer virtueller Sonntagsspaziergang hier am Strand von Maspalomas. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Test. Ich lauf jetzt mal mit der Kamera und möchte dann sehen, wie sie die Bewegungen, die ich ja jetzt hier mache beim Laufen, wie sie die absorbiert. Ob sie das einigermaßen ruckfrei hinbekommt.
So, ich mache es noch ein bisschen schneller. So, jetzt ist wieder normales Tempo. So, die drei von der Tankstelle hier. Ja, wunderbare Spiegelung im Wasser hier. So, und mit diesen Aufnahmen jetzt möchte ich mich verabschieden und sage ganz einfach, bis zum nächsten Wettervideo oder wenn es zwischendrin irgendwas Besonderes gibt, bin ich natürlich dabei. Beziehungsweise zur Realität am Nachmittag oder am frühen Abend, je nachdem, wie sich es ergibt. Ich sage jetzt hasta luego und einen schönen Sonntag.